Novene zum heiligen Paulus. Vierter Tag. Zur Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Herr, unser Gott, du hast den heiligen Apostel Paulus auf wunderbare Weise berufen und dazu auserwählt, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Lass den Glauben, den er Königen und Völkern gepredigt hat, in der ganzen Welt Aufnahme finden, damit deine Kirche überall gedeihe und wachse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Paulus, verkünde des gekreuzigten Christus. 1. Korintherbrief 2,1, 1, 4 bis 5. Auch ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Gott, von Geist und Kraft verbunden. Gedanken. Paulus als Apostel macht sich keine Illusionen. Er vertraut nicht auf gewandte Argumente, um andere von der Wahrheit zu überzeugen, sondern allein auf die Kraft Gottes. Paulus möchte, dass jene, die ihn hören, auf festem Grund stehen und nicht von menschengemachter Weisheit verführt werden oder gar auf verführerische Rhetorik hereinfallen. Sein Anliegen ist es, seine Zuhörer fest im österlichen Geheimnis zu verankern. Jenes vermittelt er als die Kraft Gottes, der die Verwundbarkeit des Kreuzes auf sich nahm, um die Menschheit zu retten. So bitten wir, heiliger Paulus, hilf, dass wir uns nicht von der Weisheit der Welt verführen lassen, sondern unsere Augen stets fest auf Christus richten und auf die Kraft, die von seinem Erlösungstod am Kreuz und von seiner Auferstehung ausgeht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, Verkünder Gottes Wahrheit und Lehrer der Völker, bitte du für uns bei Gott. Glorreicher Heiliger Paulus, aus einem Verfolger der Kirche bist du zu einem Apostel voll glühendem Eifer geworden. Um den Erlöser Jesus Christus bis an die Enden der Erde bekannt zu machen, hast du Gefängnis, Geiselung, Steinigung, Schiffbruch und sonstige Verfolgung erlitten. Und schließlich hast du zum letzten Tropfen dein Blut vergossen. Bewirke in uns, dass wir die Leiden, Bedrängnisse und Nöten dieses Lebens als Erweise der Barmherzigkeit Gottes annehmen. Damit die Schwierigkeiten unserer Bürgerschaft uns im Dienste Gottes nicht ermüden lassen, sondern unsere Treue und unseren Eifer mehren. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns. Heilige Maria, du Helferin der Christen, bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns. Alle heiligen Engel, bitte für uns. Alle heiligen Chöre der seligen Geister, bittet für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Alle heiligen Patriarchen und Propheten, bittet für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Heiliger Paulus, bitte für uns. Alle heiligen Apostel und Evangelisten, bittet für uns. Heiliger Georg, du Überwinder aller Zweifel wider den Glauben, bitte für uns. Heiliger Blasius, du Helfer in Halsleiden, bitte für uns. Heiliger Erasmus, du Tröster in körperlichen Schmerzen, bitte für uns. Heiliger Vitus, du Patron der Jugend, bitte für uns. Heiliger Pantaleon, du Patron der Kranken, bitte für uns. Heiliger Christophorus, du Retter in Gefahren zu Wasser und zu Land, bitte für uns. Heiliger Dionysos, du Erleuchter in Gewissensunruhen, bitte für uns. Heiliger Cyriakus, du Helfer in Anfechtung des bösen Feindes, bitte für uns. Heiliger Aratius, du Beistand in Todesängsten, bitte für uns. Heiliger Eustachius, du Ratgeber in den verwickelsten Drangsalen des Lebens, bitte für uns. Alle heiligen Märtyrer, bittet für uns.
Heiliger Egidius, du Patron der Beichtenden, bitte für uns, alle heiligen Mönche und Einsiedler, bittet für uns, heilige Margareta, du Helferin der Mütter, bitte für uns, heilige Katharina, du Patron der büßenden Sünder, bitte für uns, heilige Barbara, du Patronin der Sterbenden, bitte für uns, alle heiligen Jungfrauen und Witwen, bittet für uns, alle heiligen Gottes, bittet für uns, sei uns gnädig, verschone uns, o Herr, sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr, von allen Übeln erlöse uns, o Herr, von aller Sünde erlöse uns, o Herr, von deinem Zorne erlöse uns, o Herr, von Zorn, Hass und bösem Willen erlöse uns, o Herr, von heimlicher Nachstellung des bösen Feindes erlöse uns, o Herr, von Pest, Hunger und Krieg erlöse uns, o Herr, von Blitz und Ungewitter erlöse uns, o Herr, von dem ewigen Tode erlöse uns, o Herr, in all unseren Nöten und schweren Anliegen erlöse uns, o Herr, durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung erlöse uns, o Herr, durch das Kreuz und durch dein Kreuz und Leiden erlöse uns, o Herr, durch die Verdienste und Fürsprache deiner heiligsten Mutter und mächtigsten Nothelferin erlöse uns, o Herr, durch die Verdienste und Fürsprache der 14 heiligen Nothelfer erlöse uns, o Herr, durch die Verdienste und Fürsprache aller Heiligen erlöse uns, o Herr, am Tage des Gerichtes erlöse uns, o Herr, wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns verschonest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns verzeihest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns zu wahrem Buße und Erkenntnis der Sünden führen wollest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du deine heilige katholische Kirche regieren und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du unserem Volke Frieden und Einigkeit verleihen wollest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns, dass du dem Verstorbenen die ewige Ruhe schenken wollest, wir bitten dich, erhöre uns, du Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns, o du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr, o du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr, o du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt, erbarme dich unser, o Herr, Christus, höre uns, Christus, höre uns, Christus, erhöre uns, Christus, erhöre uns, Herr, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Bittet für uns, ihr heiligen 14 Nothelfer, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, der du die 14 Nothelfer wegen ihrer vorzüglichen Tugenden mit ewiger Herrlichkeit gekrönt und sie dadurch ausgezeichnet hast, dass wir schwache Menschen sie in unseren Nöten anrufen sollen. Wir bitten dich,
durch die Verdienste dieser Heiligen. Gib uns die Gnade, dass wir ihnen in der Tugend nachfolgen und für das Heil unserer unsterblichen Seele sorgen. Schenke uns Nachlassung aller unserer Sünden und deinen Beistand zum Guten, damit wir bis zum Ende in deiner Liebe verbleiben und nach diesem vergänglichen Leben mit der Krone der ewigen Glückseligkeit belohnt werden mögen. Erhöre gnädig unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heiles, wir flehen deine Güte an, dass du die Brüder und Schwestern der 14 heiligen Bruderschaft, welche aus dieser Welt abgeschieden sind, auf die Fürbitte der allzeit reinen Jungfrau Maria und alle deine Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Seligkeit gelangen lässest. Gott, du Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen Nachlassung aller Sünden, damit sie die Verzeihung, die sie allzeit gewünscht, durch fromme Fürbitte erlangen. Der du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, bitte dem barmherzigen Gott, er wolle unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Gedenke in deinen Gebeten unserer, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung der Wahrheit gibt, in der Erkenntnis seiner selbst, und erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ihm sei die Ehre in der Kirche, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Gott des Friedens, er möge uns durch und durch heiligen und unser ganzes Wesen, den Geist, die Seele und den Leib, untadelig bewahren bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bete allezeit für uns, dass unser Gott uns der Berufung würdig macht und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird und wir in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin. Heiliger Apostel Paulus,
Bitte für mich, Sünderin. Heiliger Apostel Paulus. 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 Bitte für mich, Sünderin. Heiliger Apostel Paulus, bitte dem barmherzigen Gott. Er wolle meiner Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken. Heiliger Apostel Paulus. Bitte für mich, Sünder. 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 Heiliger Apostel Paulus, bitte den barmherzigen Gott. Er wolle meiner Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken. Heiliger Apostel Paulus. Bitte für mich, Sünderin. 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 Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.